Willkommen in der sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Sexualität mit Beeinträchtigung oder auch Sexualität mit Behinderung, wie manche sagen. Jugendliche mit einer Beeinträchtigung, ob geistig oder körperlich, sind genauso an ihrem Sexualverhalten und Entwicklung kognitiv ausgeprägt wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Die Normgesellschaft, also die ohne Beeinträchtigung, spielt die Sexualität mit Behinderung oft runter. Beispiel, das Kind, der Jugendliche, der Erwachsene, der ist behindert. Der wird nie Sex haben oder soll nie Sex haben oder sonst was. Das ist Schwachsinn, das entscheidet jeder selber. Daher gibt es die Aufklärung über Einrichtungen, Schulen, Eltern, Sexualbetreuer und so weiter. Sexualbetreuer dürfen erst ab dem 18. Lebensjahr ihre Dienstleistungen anbieten. Kann man googeln, Sexualbetreuer gibt es. Sexualität ist ein Grundrecht. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Steht auch im Gesetzbuch. Jugendliche mit Behinderung haben die gleichen pubertären Verläufe oder Abläufe, zwar oft zeitversetzt als die ohne Beeinträchtigung, werden allerdings durch die Norm getrennt. In verschiedenen Einrichtungen gibt es dazu Beratungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Lebenshilfe hat eine. Da es dem Jugendlichen sonst peinlich werden könnte, aber nicht nur dem mit Beeinträchtigung, auch mit denen ohne Beeinträchtigung ist es peinlich. Öffentliche Gespräche über Sexpflege und Verdauung sollten vermieden werden. Das möchte keiner. Da es dem Jugendlichen peinlich sein kann. Das hat mit dem Alter zu tun. Das möchte einfach nur keiner. Links wie My Handicap und People First Deutschland sind gute Informationsstellen. Ob es die Seiten noch gibt, weiß ich nicht. Kann man auch googeln. Aber es gibt genug Internetseiten, wo man da sich Hilfe als betroffene Person holen kann oder dem Betreuer Bescheid geben, der kann auch helfen. Dafür wird er bezahlt. Begriffe, die einem einfallen, wenn es um das Thema Sexualität mit Behinderung geht, sind zum Beispiel keine Privatsphäre, Angst vor Abweisung, sexualisiert, distanzlos, Schutz, Tabuthema, Normalsein, Kontrolle, also Angehörige und Fremdbestimmung, Kinderwunsch, Verhütung, Selbstbefriedigung, Absprache von Sexualität, Pubertät und so weiter. Die Liste ist lang. Daran merkt man, dass auch die gleichgestellt sind mit der Normgesellschaft, also die ohne Behinderung. Sollten die Menschen ohne Behinderung auch mal lernen, zumindest viele. Es gibt, die meisten haben es schon verstanden, aber es gibt immer noch welche, die im Mittelalter leben. Gut. Das war zum Thema Sexualität mit Beeinträchtigung. Einen schönen Tag wünsche ich noch.